Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier im Elden Ring Einsteiger Guide. Wir sind mal wieder auf dem Weg in den Untergrund. Nachdem wir die erste große Untergrundregion Siofra erkundet haben, ist diesmal die Einzel dran. Und die erreicht ihr über den Brunnen an der Einzel, hier direkt im Osten vom Seenland Lyurnia, etwas nördlich des großen Magierturms. Dort fährt man nicht ganz so tief in die Tiefe wie in Siofra, aber trotzdem ist es hier unten sehr düster, sehr gruselig. Glücklicherweise nicht ganz so weitläufig und groß wie in Siofra, trotzdem haben wir hier einiges zu tun. Ich war hier schon mal in vorauseilendem Gehorsam, habe deswegen auch den Ort der Gnade schon aktiviert und schon, weil ich eigentlich nicht gedacht habe, zu diesem Gebiet ein Video zu machen, auch schon ein, zwei Items eingesammelt. Verzeiht mir das. Hier liegt nämlich normalerweise ein kleiner Seelencontainer der Stufe 3 und ganz da hinten am Wasserfall liegen drei Exemplare Magiefett. Die habe ich schon eingesammelt, aber die sind ganz leicht zu sehen, ganz leicht mitzunehmen. Wunderbar. Hier unten bekommen wir es mit einem neuen Gegnertyp zu tun. Der hängt hier gleich schön an der Wand. Und wer glaubte, From Software kann nur eklige Spinnen, die können auch noch ekligere Ameisen. Als Magier solltet ihr hier richtig viele Vorteile haben, denn die Viecher sind extrem magieanfällig. Zwei, drei Schüsse mit dem Seelenpfeil und bam, die sind Geschichte. Wir müssen sie als Nahkämpfer jetzt erstmal so ein bisschen einzeln mit Wurfdolchen anlocken. Zurückweichen, den Schild hoch und sie attackieren lassen. Und dann draufdreschen. Versucht sie einzeln zu bekämpfen, weil in der Gruppe versuchen sie gerne euch zu umkreisen. Dann wird es relativ schnell gefährlich, weil die Burschen auch Folgebisse haben, also so Kombo-Bisse, hallo? Kombo-Bisse, die sehr schnell staggern, eure Haltung durchbrechen und euch dann plötzlich komplett ohne Deckung dastehen lassen. Auch diesen Säureangriffen solltet ihr tunlichst ausweichen. Da reicht allerdings ein kleiner Sidestep nach links oder nach rechts. So, dann haben wir hier noch eine. Kommen wir runter. Die da oben ist übrigens Dekoration. Die kann man weder angreifen noch markieren, gar nichts. Die hängt da einfach da und das bleibt sie auch. Soll nur euch Angst machen. Ich empfehle hier unten auch auf jeden Fall, eure Lampe am Gürtel einzuschalten. Denn diese Höhlenabschnitte hier sind stockfinster und die Ameisen kommen manchmal von rechts, von links angesprungen, graben sich zum Teil aus der Erde raus oder lassen sich von der Decke runterfallen. Also bitte hier immer Obachtstellung, Schild oben lassen und langsam aber sicher vortasten. Das ist noch die sichtbarste hier, aber die ist auch nur ein Köder für eine Ameise, die hier gleich rechts geparkt ist. Nehmt die Deckung nie runter. Bleibt immer, immer in Hab-8-Stellung. Und im Idealfall lasst ihr immer erst die Ameise angreifen und reagiert dann auf diesen Angriff. So, zwei Möglichkeiten. Wir gehen erst links rum. Wir haben leider noch keine Karte hier unten und das wird auch noch ein kleines Weilchen dauern, bis wir die bekommen. Und noch müssen wir uns komplett orientierungslos durch das Gebiet kämpfen. Zwei feste Hiebe, da kommt dann ein Hinterhalt. Aber ihr seht, solange man sie einfach immer gegen den eigenen Schild prallen lässt, werden ihre Angriffe komplett harmlos und danach kann man ihnen dann ganz gut den Rest geben. Hier hinten ist Sackgasse, der Fluss fließt unterirdisch weiter, hier kommen wir nicht weiter. Da sind wir ein bisschen zu dick mit unserer Rüstung und unserem Schwert. Also drehen wir um und gehen jetzt den linken Weg. Hier wird es ein kleines bisschen eklig, denn zum einen, wie schon erwähnt, lassen sich diese Ameisen ganz gerne von der Decke fallen und überraschen einen. Und da hinten ist wohl das Ameisennest. In dem so manch arme Seele sich hineingewagt hat und offenkundig den Kürzeren gezogen hat. Riecht bestimmt sehr angenehm hier. Crafting-Material, kleiner Runencontainer, ein sehr kleiner Runencontainer, der kleinste und wieder zwei Möglichkeiten abzubiegen. Wir gehen erstmal nach links. Dass sie so einen fiesen roten Stachel haben und dann noch so einen haarigen Rücken, also es ist wirklich ein ganz, ganz fieses Gegnerdesign, finde ich. Fies und gelungen.
Nein, ich wollte erst andersrum. Wir gehen erst andersrum. Es sind beide Wege richtig und im Grunde muss man auch beide begehen, dass man alles mitnimmt. Der hier finde ich persönlich sinnvoller. Also erstmal hier entlang. Kleines bisschen Zivilisation. Hier unterirdisch ist nicht nur eine Höhle, sondern man hat offenkundig hier auch einen riesengroßen Tempel hingestellt. Ich kann auch schon mal vorne wegnehmen, die Einzel hier unten hat eine ähnliche Logik und Struktur wie Siofra. Es ist nämlich ein zweigeteiltes Gebiet, das man im Verlauf des Spiels tatsächlich zweimal besucht. Und aktuell jetzt in dieser Folge werden wir in Anführungszeichen leider nur die erste Hälfte erkunden können. Der zweite Bereich bleibt uns noch komplett verwehrt. Ja. Da unten sehen wir Gestalten, die ihr schon kennt, wenn ihr Siofra bereits erkundet habt. Die sehr, sehr langsamen Speerträger, die allerdings unendlich viel Poise haben gefühlt und sich nicht unterbrechen lassen und deswegen und vor allen Dingen auch wegen ihrer schieren Anzahl sehr, sehr ernstzunehmende Gegner sind. So, den Aufzug schicken wir jetzt nach unten. Das ist so eine, in Anführungszeichen, kleine Abkürzung, die man eigentlich nicht braucht, aber das ist das Verbindungsstück zwischen den beiden Höhlenwegen, die wir gerade gewählt haben, wo ich mich kurzfristig umentschlossen habe. Wir werfen nochmal einen Blick hier rein. Hier wimmelt es von diesen Viechern. Da ist Siofra heilig, also hier geht schon mehr von denen. Und sie haben auch einen neuen Typ dabei. Wir kennen ja die Speerträger, wir kennen die Blasenmagie, Wirker und jetzt kommen auch noch Dolchschwinger dazu, die, wie ich finde, zu den gefährlichsten dieser Art gehören. Aber mit denen legen wir uns früher oder später noch an. Jetzt gehen wir erstmal den anderen Weg. So. Zurück in die Höhle, die jetzt glücklicherweise leergeräumt ist. Leider muss man sagen, ähnlich wie Siofra ist auch die Einzel kein geeigneter Ort, um vernünftig Runen zu sammeln. Also die meisten Gegner hier, für das, wie gefährlich sie sind, liefern sie nicht viel Währung. Das ist ein bisschen schade. Da gibt es also durchaus bessere Orte im Early, Mid- oder Endgame, wo man besser Runen sammelt. So, das ist wohl das Zentrum des Nestes. Hier ist Mama Ameise mit ihrem riesengroßen Unterleib. Und natürlich wird sie bewacht von jeder Menge Arbeiterameisen, wo wir nach wie vor die Taktik verwenden, markieren, einzeln anlocken. Hallo? Du willst? Zurückweichen und die Enge dieses Flurs nutzen, so ähnlich wie die Spartiaten in 300, damit diese dicken Viecher euch nicht überrennen können. Sondern quasi Lemminge mäßig einzeln ankommen. Na komm schon. Wir weichen mal ein Stückchen mehr zurück. Vielleicht trauen sie sich dann. Einmal mehr kann man sagen, jeder Fernkämpfer, Magier, Pyromant, sucht euch was aus, hat hier einen klaren Vorteil. Aber solange wir eine große Reichweite mit unserem Riesenschwert haben, funktioniert das auch wunderbar. Das Gute ist, Mama Ameise sitzt nur da und kann nichts machen. Sie muss gerade schutz- und hilflos mit ansehen, wie wir alle ihre Arbeiterinnen erledigen. So, nochmal einen kurzen Check an die Decke, ob wirklich alle erledigt sind. Jawohl. Und dann können wir ihr hier den Rest geben. Und werden gut belohnt. Zum einen bekommen wir, na komm schon, eine goldene Rune. 10, der Stufe 10. Das ist aktuell die höchste Rune, die man so sammeln kann. Aber glaubt mir, es gibt noch bessere im Verlauf des Spiels. Und einen Runenbogen. Jawollo.
Gut, jetzt kommen wir in denselben Raum, den wir gerade von unten betrachtet haben, mit all diesen langsamen Speerträgern und sind allerdings jetzt, ja, eine Ebene höher. Da oben haben wir vorhin gestanden und können uns jetzt hier auf diesen Säulengang fallen lassen und einen Schmiedestein 4 einsammeln. Dann machen wir einen schönen beherzten Sprung hier rüber und nehmen auch noch dieses Himmelstau mit. So, wie gesagt, es ist viel los hier. Man muss nicht alle umhauen. Wenn man es ein bisschen ruhiger haben will beim Erkunden, kann man die auch alle getrost links liegen lassen. Aber ich werde jetzt einfach mal euch zeigen, was diese Messerträger hier so können. Die rollen nämlich relativ zügig auf euch zu und hören dann nicht mehr auf hier mit diesen Stoßattacken. Die lassen sich auch nicht durch starke Hiebe, selbst schwere Waffen aus der Ruhe bringen. Und wenn sie treffen, das seht ihr gerade, dann macht's richtig böse Aua. Also, auch hier, nutzt die Umgebung, bringt sie in die Ecke. So, das war jetzt ein bisschen gefährlich hier hinten. Und dann auf jeden Fall schön auseinanderziehen. Ja. Guckt euch diese Gruppe an. Also wenn ihr Flächenzauber habt, Flächenpyromantien, immer drauf. Ich als Nahkämpfer muss mir jetzt irgendwie eine gute Taktik überlegen, damit ich die eine nach dem anderen erledigen kann. Da hinten haben wir einen Fernkämpfer. Den schnappen wir uns natürlich als allererstes. Nach wie vor sind natürlich Backsteps ein wunderbares Mittel, weil auch die Messerträger relativ langsam sind, wenn sie mal zustoßen. Aber das geht halt auch nur, wenn ihr die Burschen weit auseinandergezogen habt und nicht in so einer Traube euch hinterherlaufen, weil dann wird es schwer, jemanden zu finden, den ihr hier schön, dem ihr in den Rücken fallen könnt. Mal sehen. Du bist mein Opfer. Noch eine Sache zum Level, den ihr haben solltet, um da unten nicht ganz unterzugehen. Also ich empfehle, zwischen 50 und 60 ist schon angemessen, dass ihr hier halbwegs entspannt durchkommt. Mal ganz schön Geduld hier. Schön, dass das mehrere Gegnergruppen sind, die, wenn man sie erledigt, Heilflaschen zurückbekommt. Auf dem Weg nehmen wir noch dieses Item hier mit, Schmiedestein 1. Dankeschön für nix. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt nur noch 3 oder 4 einen Backstep landen können, damit wir auch durch unseren Talisman ein bisschen Leben zurückbekommen. Das klappt doch bestimmt. Jawohl. Und natürlich verliere ich dann den kompletten Bonus wieder. Diese etwas unvorsichtige Attacke. Au. So. Nun, wenn ich sie nicht schon aufgescheucht habe, jawohl, da hinten läuft noch mal eine ganze Truppe in diesem Fluss hin und her. Auch die könnt ihr erledigen, wenn ihr wollt, müsst es allerdings nicht. Das sind 8 Stück. Ich lasse die jetzt, wir haben jetzt hier gegen alle anderen gekämpft. Ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Und ihr habt auch viele Beispiele gesehen, wie es nicht funktioniert. Habe ich auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Deswegen lassen wir diese Gruppe jetzt einfach mal hin und her patrouillieren und versuchen, einfach diese Items einzusammeln, die hier so rumliegen. Ähnlich wie in Siofra gibt es auch hier Geister- und Gräbertallilien. Upgrade-Material für eure Kampfaschen. Und die
liegt da hinten. Die sind allerdings leider nicht so hoch. Das habt ihr jetzt auch schon bei den Runen-Containern und bei den Schmiedesteinen gesehen. Auch die Lilien hier sind eher nur so unterste Stufe in diesem Fall. So, betreten wir den Tempel, um dann auch sogleich wieder umzudrehen. Denn der nächste Bereich der Höhle wird schwer bewacht. Nicht nur von diesen Viechern, mehr von denen, sondern auch von diesem Astralwesen, das da oben von der Decke hängt. Und das sofort mit Artilleriefeuer auf euch ballert, wenn es euch sieht. Und wie das aussieht, zeige ich euch hier. Wie viel weh das macht, zeige ich euch lieber nicht. Wir könnten jetzt hier, ihr seht ja, überall gibt es viele, viele Shinies und natürlich patrouillieren auch da unten diese Burschen rum. Wir machen das jetzt klüger und werden als allererstes dieses Ding von der Decke holen, bevor wir anfangen, diesen Bereich der Höhle zu erkunden. Nur wie kommen wir da hin? Wir drehen nochmal um. Hier ist ein kleiner, sehr gut versteckter Geheimgang in den anderen Teil der Höhle, den man andernfalls nicht erreicht, weil er ein bisschen erhaben ist und man da nicht hinspringen kann. Und hier ist dieser Tunnel, der zu dieser Höhle führt. Aber auch hier sind wir nicht außer Gefahr. Auch hier tummeln sich ein paar von diesen Burschen rum. Und auch hier, so wie wir in Sichtweite sind von diesem Astralvieh, fängt es an zu schießen. Deswegen nutzt sämtliche Säulen als Deckung. Wartet immer den Beschuss ab. Und geht dann auf Erkundungstour. Lockt diese Burschen an. Lockt sie weg. Immer schön in Deckung bleiben. Schön ist, hier gibt es kein Friendly Fire. Oder halt, es gibt Friendly Fire, das heißt, diese Artillerie erwischt auch diese Burschen. Kann man sich durchaus zunutze machen. So, sammeln wir noch weitere niedriglevelige Lilien ein. Selbst die haben irgendwie auch Verwendung. Oben. Nehmt diesen Turm. Upsala. Haha, komplett runtergefallen. Super Beispiel. Schlecht balanciert, das heißt, wir müssen jetzt hier versuchen, wieder zurückzukommen durch diesen Tempeleingang. Das ist nämlich der zweite Höhlenabschnitt, den ich eigentlich später mit euch erkunden wollte. Aber da ich runtergefallen bin, muss ich jetzt wirklich einen gefährlichen Rückweg nehmen. Und schnell hier rein, schnell auf die Seite, denn das Ding schießt auch hier rein. Abwarten, bis der Beschuss abgeklungen ist und wieder hier raus. So. Wenn man einmal ein kleines bisschen unvorsichtig ist, wird es gleich sehr gefährlich hier in der Einzel. Gut. Zweiter Versuch. Aktivieren, in Deckung gehen, abwarten. Hier machen wir auch nochmal einen Zwischenstopp. Und dann sammeln wir das ein. Schmiedestein 5, 3. Ist zwar das Risiko nicht wert, aber ich wollte es trotzdem mal mit euch eingesammelt haben. So, jetzt geben wir aber Zunder. Nehmt die Beine in die Hand. Vollgas. Hier die Klippe entlang. Nicht stehen bleiben. Und erstmal hier, auch hier wieder hinter dieser Säule in Deckung gehen. Hier geht Ähnliches wie bei den anderen Viechern und den Ameisen. Fernkämpfer markieren den Kopf und schießen mit Magie drauf.
Wir haben das Privileg nicht. Aber er kommt immer mal wieder runter. Und dann kann man auch schön ihm so Saures geben. Nehmt eine möglichst reichweitenstarke Waffe in die Hand, dann haut ihr auch nicht so häufig dagegen. Daneben. Hier hinten in diesem Raum ist tatsächlich gar nichts. Ich hätte also mindestens ein Item oder eine Truhe platziert. Sehr enttäuschend. Gut, jetzt ist endlich mal der Raum im Grunde weitgehend sicher zu erkunden. Und dann machen wir das auch gleich mal. Wir fangen hier mit dem Raum unter ihm an. Denn hier haben wir zum einen die Karte der Einzel. Da werfen wir jetzt gleich mal einen Blick drauf. Seht ihr, nicht ganz so groß und weitläufig wie Siofra, wie schon erwähnt. Und hier sind wir vorhin im Grunde entlang. Das war der Wasserfall mit dem Magiefett, das ich euch erwähnt habe. Sprich, in diese Richtung kommen wir so nicht weiter. Und sind dann hier entlang durch die Ameisenhöhle. Das war diese Riesenmauer mit dem Aufzug. Und nun geht es hier weiter. Und der gesamte obere Teil, die gesamte obere Hälfte, können wir jetzt noch nicht erkunden. Das heißt, wir haben jetzt schon einen sehr großen Teil von diesem Teil der Einzel erledigt. Viel kommt nicht mehr, aber es bleibt trotzdem sehr gefährlich und es gibt noch ein paar coole Sachen einzusammeln. Aber sprechen wir erstmal mit diesem Merchant hier. Kaufen ihm natürlich wie immer die Rezeptbücher weg. Sonst hat er für mich jetzt nicht wirklich was Sinnvolles dabei. Und jetzt können wir hier die Höhle abgrasen und erkunden. Es ist jetzt nicht unbedingt nötig, hier alle Gegner zu erledigen. Die sind so langsam, da kann man echt schön immer drum rumlaufen und sie gerade sein lassen. Wir nehmen jetzt einfach alles mit, was hier so rumliegt. Guckt wirklich um jede Säule und um jedes Mauerwerk herum, weil From Software hat hier echt vieles platziert und vieles versteckt. Ich hoffe, dass ich alles mitnehme. Aber wenn nicht, ist es wie gesagt alles Low-Level-Material. Ich hab's ja herausgefordert. Also. So. Das Schöne, ich kann aber auch hier ein kleines bisschen unvorsichtig sein, denn das nächste Leuchtfeuer ist nicht weit weg. Oder halt der nächste Ort der Gnade. Das wollen wir gleich da unten. Ich guck nur kurz noch hier oben. Zwischen all diesen Burschen liegt natürlich nichts. Dafür hier auf der Haupttreppe. Runencontainer. Magiefett, noch mehr davon. Krummfingermedizin. Und ein Wurfdolch. Set. Hier haben wir Schildfett. Nochmal kurz hier drum rumgucken. Hier gibt es ein paar Glühwürmchen. Crafting-Material. Eine weitere Lilie. Jetzt immerhin schon Level 2. Dreier Runencontainer. So, hier haben wir jetzt ja, glaube ich, soweit ich gesehen habe, alles auf dieser Seite. Und dann haben wir links auch noch ein bisschen was. Ähnlich wie in Siofra ist die atmosphärische Musik hier unten unfassbar gruselig. Also man will sich eigentlich nicht gerne hier aufhalten. So. Jetzt werfe ich nochmal kurz einen Blick über die gesamte Ebene, aber ich denke, wir haben eigentlich alles eingesammelt. Es sieht gut aus. Alles klar. Dann hier nach links. Dann noch hier einen Blick hin. Jawohl. Und da unten ist das erwähnte Ziel, das Zwischenziel, nämlich der Ort der Gnade hier. Weiter hinten in der Einzel. Und hier können wir uns jetzt auch eigentlich mal hinsetzen, uns wieder auffrischen.
Ich schau mal, mit den 20.000 Runen komme ich nicht weit mit einem Level Up. Ich denke, dass ich 30.000, 32.000 sogar brauche. 33, uiuiui. Ob ich das irgendwie mit Runencontainern vielleicht gerade mal ein bisschen auffüllen kann. Aber das... Hauen wir die mal alle weg. Das geht, glaube ich, sogar richtig auf. Ha! Stufenaufstieg. Na, mir fehlen noch... So, ne Handvoll. Alles klar. Die kriege ich bestimmt aufgebracht. Dafür sind immer diese ganz kleinen Seelencontainer super. Kleinvieh macht auch Mist. Kraft ist jetzt mal auf 30. Wir kommen, sind schon eigentlich mittendrin im Midgame. Hier unten zwar noch nicht so ganz, aber wir kommen so langsam, wenn Kaelit losgeht, wenn das Altusplateau losgeht. Da sollte man dann schon mit 30 Vitalität hinkommen, weil die Gegner dann so langsam, und vor allen Dingen die Bosse und Elite-Gegner, ordentlich Schaden machen, dass man da auf jeden Fall aus dem Bereich rauskommt, wo einfach jeder Angriff ein One-Shot ist. Also bitte so langsam aber sicher auf 30 die Vitalität bringen. Das nächste Ameisennest, ebenfalls überfüllt mit diesen ekelhaften Viechern. Aber jetzt haben wir auch wenigstens mal ein bisschen einen besseren Blick auf alles und wissen, woran wir uns orientieren können, wo wir vielleicht erstmal abbiegen, bevor wir weitergehen, weil es gefühlt dort weitergeht. Müssen wir nicht mehr so blind links die Flure erkunden und hoffen, dass es der richtige Weg ist. Muss demnächst mal wohl auf andere Wurfgeschosse ausweichen, weil mir gehen die Kristallwurfpfeile aus und ich habe sie so gerne. Gut. Also hier liegt echt viel Zeug rum. Schmiedestein 2. Horn, Talisman der Immunität. Immunitäten sind nie verkehrt und in diesem Fall erhöht er die Immunität. Haha. bestimmt die Resistenz gegen Gift und Fäulnis. Das wird früher oder später sehr, sehr wichtig, dass man gegen Gift und vor allen Dingen gegen Scharlachfäule gute Resistenzen aufbaut. Am Ende dieses Tunnels gibt es schon mal einen ersten Teaser darauf. So viel will ich schon mal verraten. Hey, 5 neue Wurfpfeile. Ich liebe es. So, kennt ihr Dark Souls? Dann kennt ihr bestimmt diesen Todesgegner. Der hier. Basilisken. Die gibt es auch hier. In Elden Ring. Und sie sind tatsächlich ähnlich gefährlich wie die Variante im allerersten Dark Souls. Im allerersten Dark Souls konnten sie einen ja quasi instant töten. Und dann auch noch verfluchen, was dann dazu geführt hat, dass man nur noch den halben Lebensbalken hatte, bis man diese Verfluchung aufgelöst hat. In diesem Fall führen diese Rauchwolken ebenfalls zu einem Instant-Tod, wenn sich dieser Balken maximal auffüllt. Also, bleibt bitte draußen, lockt diese Viecher aus ihrem eigenen Atem raus und haut sie dann um. Das ist ihr einziger Angriff. Die können sich sonst nicht irgendwie verteidigen oder euch Schaden zufügen, sondern nur mit diesem Gifthauch. Bleibt da draußen und erledigt sie so schnell wie es geht. Insbesondere in der Gruppe sind es brandgefährliche Viecher, weil sie dann quasi riesengroße Giftwolken aneinander reihen, die einen dann sehr, sehr schnell ins virtuelle Gras beißen lassen. So, Seife. Und ihr seht, wie schnell sich das aufbaut. So, hier der eben angekündigte Teaser. Ein toller Aha-Moment hier oben. Und ein Blick auf ein Gebiet, das wir sehr, sehr viel später im Spiel erst erkunden werden. Das ist der Scharlachsee. Und das, was ihr da unten seht, ist... Ja, FromSoftware ist ja berühmt für Giftsümpfe. Und die ganze Fangemeinde hat sich gefragt, wird Hidetaka Miyazaki auch in FromSoftware einen Giftsumpf einbauen? Das hat er ja bisher schon getan. Es gab so kleine Gifttümpel in dem... auf der Halbinsel der Tränen oder auch in Leonia gab es das ja auch. Aber hey, er hat gesagt, hold my beer. Das da unten ist die Mutter aller Giftsümpfe. Das ist nämlich kein Gift da unten, sondern Scharlachfäule. Die schlimmere Version. Und ja, ein spaßiges Gebiet. Da haben viele Fans ihre Freude dran gehabt. Ich inklusive. Also eine merkwürdige Freude. Hassliebe. Sucht euch was aus. Gut, dann weiter geht's hier unten.
das ist alles noch Zukunftsmusik. Schlagen wir uns lieber mit noch ein paar Ameisen rum. Sprung. Angriff. Instakill. Das hast du jetzt gehört, ne? Dann komm mal her. So. Immer an die Decke gucken, falls noch vielleicht irgendwo eine lauert. Die denkt sich gerade, hey, was ist mit dir los, Kumpel? Geht's dir gut? Oh. So, wir haben es fast geschafft, den ersten Teil der Einzel zu erledigen, zu erkunden. Jetzt gibt es nur noch zwei kleine Abzweigungen rechts und links. Immer den Schild oben lassen. Und das hier, eine etwas größere Öffnung, stockfinster, hinten ein Item, das schreit förmlich nach einer Falle. Es ist aber keine. Immer mal wieder überrascht euch das Spiel auch so, dass nämlich gar nichts passiert. Gerne häufiger, Miyazaki, danke. Auch hier, diese Gräbertallinie. Geistertal, ich verwechsel sie immer. Ja, und da vorne wird es glücklicherweise etwas offener, etwas heller, aber nicht weniger gruselig, denn wenn man auf sowas zuläuft und sich das auch auf der Karte anschaut, erweckt es schnell den Eindruck, okay, entweder steht der gleich auf und greift einen an oder es kommt generell zu einem Bosskampf. Und yep, das ist ein Bossraum. Diesen Boss-Typ, den haben wir schon in Siofra kennengelernt, im oberen Teil, wo man per Teleporter hinkommt. Dieser hier hat noch einen weiteren Trick auf Lager, den er in der zweiten Phase auspackt. Glücklicherweise sind wir hier im Radius einer Marika-Statue, einem Soft-Respawn-Punkt. Das heißt, wir müssen nicht den kompletten Bereich nochmal erkunden und von einem Ort der Gnade ankommen. Selbe Taktik, versucht irgendwie an ihn ranzukommen, unter ihm durch und dann eher die Füße und die Hüfte zu erwischen. Denn seine Fausthiebe machen böse Aua. So, das ist die zweite Phase, von der ich erzählt habe. Da wird er sehr blitzig und jetzt nehmt mal gewaltig Abstand und zwar so weit ihr könnt. Denn er schießt jetzt überall auf den Boden riesengroße Blitzstrahle, die überall, wo es weiß wird auf dem Boden, nach oben schießen. Er hat auch einen Luftangriff, wo er dann auf den Boden prallt und überall mächtig Blitzschaden verursacht. Bleibt immer in Bewegung, heilt so wie ihr könnt und sucht einen Moment zum Angreifen nach einer seiner Attacken. Natürlich muss man treffen. Gerade sein Sprungangriff ist herrlich, weil er danach einfach seine Deckung offen hat. Nutzt die I-Frames jedes Mal, wenn er irgendwie mit der Hand aufschlägt. Guckt auf den Boden. Da, wo es weiß leuchtet, solltet ihr nicht stehen in dem Moment. Das kann er jetzt gerne mal eine Zeit lang machen. Deswegen ist auch hier das Maß aller Dinge, markiert ihn nicht, sondern kämpft unmarkiert. So habt ihr immer im Blick, was um euch herum passiert und die Kamera dreht nicht durch. Und bumm. Und das war's mit dem Drachenblutsoldat von Nocstella. Wir bekommen den eisigen Blitzspeer als Magie und als Belohnung unter diesen riesengroßen Stuhl, der wirklich gruselig aussieht. Eine schöne, eindrucksvolle Truhe mit einer ganz, ganz tollen Belohnung, mit der wir jetzt im Moment leider überhaupt noch gar nichts anfangen können. Denn es leuchtet schon richtig schön orange. Eine große Geistertallinie. Das ist die oberste Stufe der Geistertallinie. Damit könnt ihr eine eurer NPC-Aschen auf das Maximum-Level von 10 bringen. Dafür braucht ihr aber allerdings alle Stufen davor. 9, 8, 7 und so weiter und so fort. Meine sind aktuell, wir können gerne mal einen Blick drauf werfen. Inventar.
Wo ist denn zum Beispiel hier? Die ist auf Stufe 5, der Kaiden-Söldner. Und wo ist Lutel? Da unten. Auch Stufe 5. Das heißt, ja, die 10er, die packe ich jetzt mal in meinem Rucksack und werde sie erst verwenden können, wenn ich 6, 7, 8 und 9 auch gefunden habe. Hier ist übrigens ein kleiner Blick auf den unteren Teil der Einzel. So, man sieht sogar von hier aus einen Ort der Gnade. Aber von hier aus kommt ihr nicht hin. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterspringt bei dem Versuch. Also lasst lieber bleiben. Wir haben hier tatsächlich jetzt alles erledigt, können hier noch den Ort der Gnade, der jetzt frisch erschienen ist, benutzen und aktivieren. Und somit den ersten Teil der Einzel erfolgreich abschließen. Das war's mit dieser Episode des Einsteiger-Guides von Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen freuen, euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Nachspielen. Und bis zum nächsten Mal hier im Einsteiger-Guide von Elden Ring. Bye bye und macht's gut.